Liebe Frau Baronin, ich schreibe Ihnen, weil ich dieses alte Bild von meiner Großmutter Anna gefunden habe. Sehen Sie die Ähnlichkeit? Und das Tuch, auf dem sie sitzt, ist mit einem Schmetterling bestickt. Erkennen Sie ihn? Es ist der gleiche wie auf Ihrem Taschentuch. Ist das nicht Beweis genug, dass Sie wirklich Anna sind? Ich bitte Sie, kommen Sie nach Dörfli. Ich glaube, das könnte Ihnen helfen, sich an alles zu erinnern. In der Hoffnung, Sie bald wiederzusehen. Heidi, das kleine Mädchen aus Frankfurt. Die Reise erschöpft Sie, Frau Baronin. Sind Sie sicher, dass Sie in Dörfli Halt machen wollen? Hören Sie auf, sich um mich zu sorgen, Alfredo. Meiner bescheidenen Auffassung nach sollten Sie direkt nach Bad Ragaz fahren und die Kur beginnen. Meine Entscheidung steht fest. Ich steige in Dörfli aus und Sie bereiten meine Ankunft im Sanatorium vor. Wie Sie wünschen, Frau Baronin. Wenn das so ist, werde ich Sie morgen Nachmittag abholen. Und du, Caruso, sei ein braver Hund, ja? Ankunft in Dörfli, verehrte Fahrgäste. Dörfli, eine Minute Aufenthalt. Alfredo, auf Wiedersehen, Caruso. Caruso, bei Fuß. Ich möchte wetten, das hat wieder einen Aufstand gegeben. Guten Tag. Sie wünschen? Wo hab ich dummer Jan bloß das verflixte Kartenspiel liegen lassen? Johann, merkst du nicht, dass wir Kundschaft haben? Verzeihung, gnädige Frau. Willkommen in unserem bescheidenen Geschäft. Womit kann ich Ihnen behilflich sein? Ich suche ein Quartier für eine Nacht. Wir hätten tatsächlich ein Zimmer zu vermieten. Ich fürchte nur, es ist einer Dame Ihres Standes nicht würdig. Da seien Sie mal unbesorgt. Es wird sicher vollkommen genügen. In dieser Gegend logieren Sie nirgendwo komfortabler. Johann, das Gepäck! Ja, sofort. Dürfte ich Ihnen das vielleicht abnehmen? Vielen Dank. Ich möchte ja nicht neugierig erscheinen. Aber was verschlägt eine elegante Frau wie Sie in unser einfaches Dörfchen? Ich besuche ein kleines Mädchen. Vielleicht ist sie Ihnen bekannt. Sie heißt Heidi. Heidi? Wie ich sagte. Aber woher kennen Sie bloß dieses entzückende Kind? Das ist eine lange Geschichte. Um es kurz zu machen, Heidi hält mich für ihre Großmutter. Was? Ihre Großmutter? Ja, ihr Name ist Anna. Das ist völlig unmöglich. Anna gilt seit einem Unglück als verschollen. In der Tat hatte auch ich vor langer Zeit einen Unfall, bei dem ich mein Gedächtnis verlor. Ich weiß nichts mehr von meinem früheren Leben. Heidi glaubt, dieser Besuch könnte Erinnerungen in mir wachrufen. Natürlich nur, wenn sie recht hat. Ja, natürlich. Wären Sie so freundlich, mir mein Zimmer zu zeigen? Selbstverständlich. Folgen Sie mir bitte.